Hallo und herzlich willkommen zurück zu God of War. Ja, in der letzten Folge haben wir uns bis hierhin durchgekämpft und ich habe mir gedacht, das sieht mir doch ein wenig so aus, als ob das ein bisschen länger dauert von den Rätseln her. Und deswegen haben wir hier einen kleinen Cut gemacht. Jetzt habe ich gerade gesehen, hier links war auch schon was, was ich drücken konnte. Moment, B war auf der rechten Seite. Ach nee, damit kriege ich das jetzt wieder hoch. Nee, das wollte ich gar nicht hochkriegen. Hallo. Mach es wieder runter. Wir wollen gar nicht zurück. Oh, hier müssen wir erstmal drin gucken. Und natürlich alles kaputt machen, was irgendwo hier im Weg steht. Da hinten haben wir auch noch so einen. Können wir auch mal direkt kaputt hauen oder nicht? Warum ist das so weit weg zum Werfen? Ja, das geht doch. Okay. Was war das? Das, was Rotes, sehe ich gerade. Ach, das Tor ist wieder zugegangen. Okay. Dann hauen wir den hier nochmal eben kaputt. Was haben wir denn hier? Können wir das einsammeln? Das Ding fährt nirgends hin. Ach nee, das war. Ah, ja. Ich glaube, das ist für ihn. Aber das bringt nicht viel. Okay, gut. Hier haben wir auch noch so ein Ding. Das bringt wahrscheinlich auch nicht viel, wenn er da drauf schießt. Nee. Gut, dann. Er hatte irgendwas gesagt, als wir hier reingegangen sind. Aber leider weiß ich jetzt natürlich nicht mehr, was er da gekauft hat. Was er da gesagt hatte. Hier kann man. Kann ich ihn noch hochschicken? Genau. Komme ich da hoch? Auch nicht. Ich kann ja auch nicht springen. Weil da oben ist eine Kette. Aber die werde ich auch nicht so runterkriegen. Die muss der Kleine dann machen. Hier haben wir so ein. Ich glaube nicht, dass das klappt. Ja, habe ich auch nicht geglaubt. Aber ich meine, man kann ja mal probieren. Ne? Okay, da kannst du anscheinend nicht durchschießen. Muss ich denn von da oben irgendwie? Haben wir denn mehrere, wo wir was machen müssen? Ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall jetzt mehrere Sachen, wo ich theoretisch hoch kann, praktisch allerdings nicht. Er hatte doch irgendwas von diesem Ding hier gesagt, meine ich, oder? Leider hat er das jetzt nicht wiederholt, als ich mich hier wieder eingeloggt habe. Kommen wir denn sonst noch irgendwo hoch? Hinten kommen wir auch nicht hoch, ne? Kleiner, du sollst hier eigentlich mal hoch. Warum kommst du eigentlich nicht mit? Die Tür ist zu. Das ist jetzt bestimmt irgendwas mega Einfaches, was ich jetzt gerade überhaupt nicht auf dem Schirm habe. Kann ich auch nichts werfen. Da was runterkommt. Oh, hier liegt noch was. Oh, das war rein. Ja, ich weiß, ich habe es falsch gedrückt. Entschuldigung. Tja. Kann ich das irgendwie kaputt machen? Nee. Normalerweise bedeutet das ja, dass ich da hochspringen kann. Aber da hier nichts kommt, dass ich hochspringen kann. Nein, ich drücke immer die falsche Taste. Ist doch nicht wahr. Deswegen denke ich, ich muss vorher irgendwas machen. Er hat auch, wie gesagt, meine ich, irgendwas gesagt, was mit diesem Ding hier zu tun hatte. Aber ich weiß natürlich nicht, was. Hier kann man auch nochmal hoch. Ich sage, das wird jetzt irgendwas mega Einfaches bestimmt sein. Was ich jetzt nur einfach nicht sehe. Moment, hier ist was. Ich glaube, ich weiß, wie das geht. Dann Die erklär's mir. Kralle auf der Seite. Und wenn wir das lösen können. Junge! Oh nein! Das Seil steckt unter dem Felsen fest. Das war leichtsinnig. Ich Und du? weiß. Tut mir leid. Ja,
immer diese übereifrigen Kerlchen. Okay. Sitzt fest. Oh. Aber kann ich loslassen? Wir nach oben. Die kann ich loslassen? Nachdem wir, weißt schon, die da los sind. Wieso kriege ich die Axt jetzt nicht mehr raus? Leute, meine Axt. Ich brauche meine Axt. Nein. Was ist mit dem Glauben? Boah, was war denn das gerade? Hallo! Ich muss mich erst wieder dran gewöhnen, was ich eigentlich drücken muss hier. Och komm, ich bin ausgewichen. Ich weiß, deswegen bin ich ja ausgewichen. Wieso kann ich den nicht treffen? Jetzt. Das wäre dann erledigt. Ach, halt die Klappe. Oh. Also, gut. Ich muss dazu sagen, ich habe jetzt ein paar Tage nicht mehr spielen können, weil ich absolut keine Zeit hatte zum einen. Und ja, gestern konnte ich jetzt auch nicht wie geplant starten, weil gestern dann die Handwerker noch im Haus waren. Diesmal aber nicht bei mir, sondern unten. Ja, ich muss mich erstmal wieder mit den Tasten zurechtfinden. Schrecklich, schrecklich, schrecklich. Das ist keine so gute Idee. Das Seil könnte reißen. Dann ist mir doch egal. Kann man das hier irgendwie festkrallen? Und nu? Was habe ich denn davon, wenn ich das so hoch halte? Es muss doch irgendeinen Sinn haben, dass wir das hier festmachen können. Wir müssen das Seil aus dem Chaos befreien, das du da oben angerichtet hast, Junge. Vielleicht kommen wir ja durch den geöffneten Gang darauf. Wird sich zeigen. Ja, können wir gerne machen, aber dann nehme ich auf jeden Fall die Axt mit. Dann mache ich das gleich nochmal. Oder oben fliegt schon wieder irgendwas. Los da! Was ist das denn? Hier ist was Rotes drin. Ach, wo kommt der denn her? Wer die Drogar im Berg geweckt hat. Ja, das ist toll. Moment, und so. Was hast du da draußen entdeckt? So, Waffenverbesserung verfügbar. Brustrüstung. Aber das sind alles die, die ich kaufen muss, nehme ich mal an. Verteidiger. Abklingzeit ist dann nicht mehr so hoch. Das sind die, die weniger sind, glaube ich. Brustrüstung. Das sind die älteren, meine ich. Das sieht auch alles nicht so wirklich gut aus. Präzisionsschützenkluft. Erhöht Betäubungsschaden. Ja, das sind doch die, die ich mir gekauft habe. Wieso kann ich die denn jetzt hier bei ihm nochmal kaufen? Das ist doch scheiße. Manchmal findet Heilsteine, wenn Kratos verletzt ist. Das wäre allerdings cool. Erhöht die Heilungssteinwirksamkeit. Ich meine, es wäre natürlich auch gut, wenn er viel Schaden macht, gerade gegen solche in der Luft. Aber es wäre natürlich auch nicht schlecht, wenn er dann Heilsteine finden würde, wenn ich verletzt bin. Ich stell das mal. Da wächst du dann sicher noch rein. Ja. Keine Ahnung. Wir rüsten das jetzt mal einfach auf.
Einfach nur aufgrund dessen, weil ich zu doof dazu bin. Weil ich schon so lange nicht mehr... Achso, wir haben ja jetzt fast nichts mehr. Weil ich schon so lange nicht mehr gespielt habe und ich mehr weiß, was ich ja eigentlich machen muss. Können wir noch irgendwas? Nö, ne? Haben wir sowieso alles kein Geld für. Das hätten wir jetzt noch kaufen können. Na toll. Okay, das können wir uns jetzt nicht mehr leisten. Und Zauber bringt uns auch nichts. Also, wirklich. Doch noch ein paar Weisheiten gefällig? Nö, ich habe einfach nur Y gedrückt. Du wusstest die ganze Zeit, wie man den schwarzen Atem umgeht. Jetzt glaub ja nicht, ich hätte euch daran vorbeibringen können, Fleischberg. Ich habe Wege, fast überall vorbeizukommen, vor allem hier oben. In früheren Zeiten kümmerte sich mein Volk hier um alles, hat die Jötnarfallen verbessert und Wege erbaut, um sie zu umgehen. Deshalb sind sie auch so hinterhältig. Oh, da fällt mir ein, pass auf Fallen auf. Gerne, hab geöffnet. Nein, ich wollte rausgehen. Jetzt wird schließlich niemand gezwungen. Ich wollte... Achso, ich kann einfach weggehen, okay. Na gut, dann machen wir das auch. Können wir da hochspringen? Nein, auch wieder nicht. Warum kann ich hier nie hochspringen? Oh, hab ich mich jetzt gerade erschrocken. Stehen die einfach rum? Wow, wie groß ist das hier? Es ist ein Berg. Groß. Genau, groß. Können wir auch nicht hoch? Kann ich auch nicht mehr springen? Doch, jetzt kann ich. Noch mehr Fallen. Da ist ein Tunnel, aber für dich zu eng. Geh du. Mach ich. Da ist ein Tunnel? Wo ist ein Tunnel? Hallo? Kleiner? Wenn ich schon sagen, geh du. Da oben. Hallo? Meinst du den Tunnel da oben? Dann müsstest du erstmal herkommen, sodass ich dich da hochbringen kann. Aber er kommt nicht. Wo ist er denn jetzt? Ich höre hier irgendwas. Hm. Okay. Das heißt eben... Ach, hier! Ja, da ist ein Tunnel. Die Frage ist, ist er jetzt schon durchgegangen? Ach so, Moment, da ist noch was. Oder ist er noch nicht durchgegangen? So, dann geht das auf und das langsam zu. Okay, verstehe. Ja, dann schicken wir ihn einfach mal durch den Tunnel und wir laufen da jetzt durch und sterben wahrscheinlich dabei. Oh, man sollte dann vielleicht auch besser zielen. Oh, lauf! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Sicher doch. Nein, mir geht's nicht gut. Ach so, er läuft durch den Tunnel, während ich gucken muss, wie ich da durchkomme, oder was? Willst du mich verarschen? Wenn ich da durchlaufe... Aber das sollte ich doch schaffen. Wieso habe ich das denn gerade nicht geschafft? Oder war das, weil ich die Axt zu schnell rauskomme? Moment, das probiere ich jetzt mal aus. Wenn ich das jetzt da reinhaue. So. Und dann die Axt rausziehe. Das ist doch genau der gleiche Effekt. Hä, wieso ging das denn gerade nicht? Nur weil ich da drin stand, oder was? Jetzt funktioniert's. Ich muss manchmal einfach nicht verstehen. Ja. Okay, nee, warte mal. Das kann ich noch kaputt machen? Wo ist der Kleine denn jetzt? Ist er jetzt mitgekommen eigentlich? Hallo? Oh, da ist er. Okay. Komm mit mir, Junge. Oh, oh. Bleib doch lieber da. Moment. Da sind noch mehr. Ich habe doch gerade noch welche gehört. Hallo? Ich hau dich erstmal kaputt, glaube ich.
Kinderspiel. Ja, ja, das ist ein Kinderspiel. Aber wo sind die anderen? Hallo? Zeigt euch, ihr miesen Verräter. Ihr miesen Feiglinge. Er ist so da. Oh. Dann mal los. Sind noch mehr. So. So, ich dachte gerade dahinter ist noch einer. Was müssen wir denn hier machen? Oh! Das fällt mir jetzt erst auf. Da liegt einer, ne? Ach du Scheiße. Ich hoffe, dass der wirklich tot ist. Uje, uje. Uje, uje. Okay. Wir schauen jetzt erstmal ein bisschen, ob wir noch was einsammeln können. Ah, sehr schön. Kann ich da irgendwas machen? Kannst du den bewegen? Sieht schwer aus. Ich kann ihn bewegen. Nee, anscheinend nicht. Oder in die andere Richtung, das weiß ich nicht. Oh, da ist was. Gar nicht gut. Das waren aber die, die zu schnell sind, oder? Wie war das nochmal? Ach, da kann ich ihn bewegen, okay. Aber wenn ich nicht zu nah rangehe, glaube ich, hoffe ich, es klappt, dass er nicht hinterherkommt. Und das war's. Der Wagen hängt noch an. Das sehe ich. Toll. Fertig. Dann los. Okay. Hauen wir einfach mal die Tür ein. Das geht. Nicht? Das nur um hochzukommen. Okay. Macht der da hinten jetzt nur gerade so ein bisschen Sorgen. Nicht, dass der uns jetzt hier hinterherkommt. Vielleicht durch das große Tor da oben? Ja. Och, Mann. Das wäre schön, wenn ich denn auch wirklich mal da hochspringen könnte. Oder komme ich hier hoch? Ah, jetzt nimmt das an. Moment, durch das Tor? Man, das kaputt machen? Ja, wir können es nicht kaputt machen. So, da auch nicht. Wie kann man denn hier irgendwo hoch? Mann. Nö. Wie soll ich denn durch das Tor kommen? Das ist an. Oh. Nein. Geh weg. Oder komme ich hier hoch? Ja, ne? Auch nicht. Aber hier will er auch nicht hoch. Wollt ihr mich denn veräppeln? Ist das euer Ernst? Ach so, Moment, da oben ist noch was. So, jetzt muss ich nur noch... Oder kann ich den zu... Moment, kann ich den zurückschieben? Ja, manchmal muss man Ideen haben. Ich
warte ja immer darauf, ob nicht der nächste gleich kommt, ne? So, das heißt, da müssen wir ja hin, nehme ich mal an. Hier kommen wir jetzt aber nicht hin. Da ist wieder was für ihn. Moment. Da könnte jetzt höchstens noch eine Truhe oder sowas sein. Hab ich mich jetzt erschrocken. Ich dachte jetzt ernsthaft, der kommt jetzt. Okay. Ach, da oben ist wieder so ein Viech. Der war da hinten. Ach, das ist ein Vogel. Dann höre ich den von unten wahrscheinlich noch. Okay. Können wir denn hier? Ja. Ich wette fast mit euch, dass der jetzt gleich hier hochkommt. In der Mitte wird wahrscheinlich dann auch wendig. Ja, ich hab's geahnt. Das ist der Einzige, weil der jetzt so nach unten guckt. Aber ich glaube, der ist wegen dem anderen da so ein bisschen aggro. So. Mhm. Ich bin jetzt bereit. Das ist toll. Oh. Können wir hier noch irgendwas entwirren oder so? Nee, ne? So. War da was im Leuchten? Also entschuldigt bitte meine Stimme. Mag mich heute Morgen irgendwie nicht so. Ich habe einen totalen Frosch im Hals. Ah, hier ist eine Chest drin. Das war gut, oder? Ja. Deswegen der ganze Aufwand. Okay. Im Menü anzeigen. Ja, können wir mal. Ist aber schlechter als die anderen Sachen. Also nehmen wir es nicht mit. Mit anderen Worten, eigentlich hat sich das Ganze nicht so wirklich gelohnt. Das war jetzt hier, wo wir eben hochgekommen sind, glaube ich, ne? Gut, da kommen wir wahrscheinlich so wieder nicht durch, nehme ich mal an. Nein. Ach so. Ach, ich vertue mich immer damit. Ich denke immer, B ist links. Schau, noch eine Laterne. Kaputt. Lass sie zurück. Wozu sind die gut? Es ist irgendwas Besonderes daran. Das spüre ich. Nein, nein, nein. Bleibst du da oben? Nicht runtergehen, nur weil du das Teil unterschieben sollst. So. Komm jetzt hier auf die andere Seite. Hier ist noch was. Bin ein bisschen irritiert. Kann man hier auch was machen? Ah. Aber was höre ich hier? Ich höre doch irgendwelche Flatterviecher, oder? Scheint zu halten. Trotzdem höre ich hier irgendwas. Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall nicht gut. Also mit dem Ding sollen wir anscheinend dann darüber. Wenn ich das hier richtig sehe.
Das heißt, hier erstmal wieder runter. In Hoffnung, dass das Viech jetzt nicht mitkommt und dass der Große auch nicht wach wird. Aber ich glaube, der ist tot. Also ich bin mir nicht sicher, aber ich hoffe, der ist tot. Sagen wir es mal so. Moment, Moment. Bleib mal stehen, bleib mal stehen. Da ist noch was Schönes zum Einsammeln. So, jetzt können wir weiter. So, die Frage ist jetzt... Ist das nicht zu weit weg? Er ist da vorne! Wer ist da vorne? Keine Ahnung, wovon er jetzt redet, aber... da ist noch eine Truhe. Die wird meistens bewacht. In dem Fall jetzt nicht. Nein. Lass mich raus. Unten. So. Ich laufe ungern im Dunkeln in die Gefahren hinein. Wenn ich nicht weiß, was wo ist. Da hängt einer. Können wir den befreien? Naja. So wird es, hängt er jetzt nicht mehr da. Okay. Hä? Der sieht schwer aus. Ach so, der Fels. Okay. Das ist nicht schwer. Schaffen wir doch locker. Geschafft! Jetzt bekommen wir das Seilrad in Gang und schaffen es nach oben. Ja, das werden wir tun. Denke ich, hoffe ich. Ich weiß nur, dass die Folge bald zu Ende ist und dass ich eigentlich einen schönen Übergang und einen schönen Cut haben möchte. Zwei Fragen. Die erste, werde ich jetzt angegriffen, wenn ich jetzt wieder zurückgehe? Hier ist noch was, was wir noch zerlegen. Das eigentlich auch kaputt machen. Nee. Und... Aua. Und die andere Frage, mach ich... Machen. Oh! Oh! Fuck! Ich weiß nicht, wo ich keine Drauger. Ich kann jetzt keine anderen hier gebrauchen. Oh, scheiße. Oh, fuck.
Nimm die Kleinen. Ich nehme den Großen. Gut gemacht. Bin noch nicht so weit. Lauf, lauf, lauf. Ich sehe den Großen nicht mehr. Scheiße. Oh Gott. Bin noch nicht so weit. Nein. Nein, lauf! Oh fuck! Ja, lauf, 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 lauf! Nein, er ist. Oh Gott. So. Zum Rad. Legendär, Frostflamme, sehr schön. Schwerer Runenangriff. Auch schön. Ich habe gerade so gar keine Nerven dafür. Ja, ich würde sagen, dass wir dann tatsächlich einen guten Cut gerade haben. Wir müssen dahin, genau. Dann stelle ich mich jetzt schon mal hier hin, weil wir das als nächstes machen müssen. Aber ich werde das Ding noch nicht betätigen. Weil wir nämlich jetzt gerade einen Bosskampf gemacht haben und ich gerade noch so ein bisschen hibbelig bin, weil ich auf den ehrlich gesagt überhaupt gar nicht eingestellt war. Und ich würde sagen, damit auch die Folge nicht zu lange wird, mache ich hier erstmal einen kleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, hoffentlich oben, wo es dann heller ist, wieder. Bis dann! Ciao!